Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Es geht weiter mit Pokémon Kristall. Im letzten Part haben wir das große, überragende Käferturnier als zweites abgeschlossen, also auf dem zweiten Platz. Mit erster wurde einer auch mit dem Pinsir, nur halt, das war wahrscheinlich bis ein paar Level höher als unseres, deswegen hat er gewonnen. So, Pinsir ist jetzt hier auf unserer Box. Möchte ich euch gerade mal zeigen. Ja, bla bla bla. Mitnehmen. Henny ist hier. Level 13. Warum Henny? Ja. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich weiß natürlich warum. Und ja. Aber das muss ich jetzt hier nicht erklären. So, wir müssen hier weiter. Was heißt weiter? Wir müssen nach hinten wieder laufen, denn, also in die Stadt zurück, denn wir müssen erstmal unsere Pokémon heilen. Ich denke, das ist, sehr wichtig. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Damit haben wir jetzt schon mal die ersten, sagen wir mal, so eineinhalb Minuten haben wir damit schon mal verschwendet. Das ist, sehr schön. Aber, was tut man nicht alles, um seine Pokémon auf Trab zu halten? Als Trainer. Oh Mann. Naja. Hier gehen wir weiter. Ist heute eigentlich wieder? Heute ist Samstag. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Alter. Nein, ich will nicht. Ah, ich komme jetzt jeden zweiten Tag. Oder? Ich weiß es nicht. Egal. Wir gehen in den Nationalpark. Falls ich gewinne, erhalte ich die Pokédex-Sticker meines Gegners. Aha, cool. Ich spiele mit Stickern, die ich aus meinem Pokédex gedruckt habe. Warum haben die beide die gleiche Stimme? Ich weiß es nicht. Ich gehe oft im Park spazieren, aber ich meide das hohe Gras. Trainer möchten immer kämpfen. Ah, blöde Trainer. Was ist das denn für ein Pokémon? Das wackelt mit dem Kopf. Zuck, zuck, zuck. Gib mir den Beat. Yeah. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dies überreichen. Flinkklaue! Flinkklaue, cool. Gib die Flinkklaue einem deinem Pokémon. Manchmal wird durch sie die Initiative. Erhöht sich durch sie die Initiative. So wie die Cat! So, Beutel. Beutel. Jetzt holen wir uns mal die Flinkklaue. Und nein, wir machen das erstmal so. Wir gucken erstmal, welches Pokémon so den... Nein. Welches Pokémon den, sag ich mal, schwächsten... Die schwächste Initiative hat. 48. 6, oh, 26. 51. 28. Und du gehörst nicht mehr dazu. Also bekommt Nevosh die Flinkklaue. Zack. Ja. Tauschen. Jo, was bringt Ewigstein? Entwicklungsstopp. Achso, nö. Okay, geben wir HK-Bum-H. Das hätte keinen Effekt. Achso, geben nicht, okay. HK-Bum-H. So, HK-Bum-H hat ein Gegengewehr jetzt und ja, wir können einfach mal weiter. Was ist denn? Sieht wie Reifen aus. Nee, keine Ahnung. Hier kann man kämpfen, wenn wir denn wollen. Ja, und wir wollen auch. Wir nehmen alles mit und jeden. Meine Pokémon sind entzückend. Ich will dir sagen, wie stolz sie mich machen. Zeigen oder sagen? Ich glaube, ich habe es falsch vorgelesen. Keine Ahnung. So, Pokéfan Irmgard möchte kämpfen. Pokéfan Irmgard schickt Snubbull in den Kampf. Hi, Snubbull. Ah, Snubbull, Snubbull. Ja, Snubbull. Los, Ground. Mach es fertig. Okay. Wir setzen mal Kung-Fu-Strahl ein. Kung-Fu-Strahl! Okay. Sehr gut. Grimasse. Ah, ja. Das sinkt stark. Ja, die Initiative sinkt stark. Ich hoffe mal nicht, dass wir dadurch jetzt langsamer sind. Nee, sind wir nicht. Das heißt, wir können weiter drauf los beißen. Mit Biss. Und erschreckt zurück. Aber hat eine Sindelbeere, glaube ich. Wenn er sich schon mit einer Beere heilt. Also, ja, eine normale Beere.
Hier heißen sie ja noch nicht Sinnelbeere, sondern einfach ganz normal Bärde. So, er verletzt sich selbst und tötet sich dadurch. Besiegt sich dadurch selbst. So, nicht töten. Töten ist nicht gut. Irmgard, tut mir leid. Was Stolz angeht, kann ich dich schlagen. Aber doch nicht. So, was geht hier? Hier geht nix, hier geht nix, hier geht nix, hier geht nix. Hier geht wirklich nichts. Was ist hier los? So, da ist wieder eine nette Dame. Guten Tag. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Ja, wenn du das Kampf nennst. ja, Kampf, natürlich. Monika! 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 Ich wünsche dir ein schönes Chanukka. So. Crowned! Mach mal Blutsauger, komm. Ich denke, das zieht hier ganz viel ab. Oder? Bist du nicht auch der Meinung? Ja. Total viel. Absorber. Dürfte nicht so viel abziehen. Genau. Deswegen setzen wir nochmal Blutsauger ein. Bing. Sehr gut. Und nochmal Absorber von ihm. Wieder eins abgezogen. Und wir setzen nochmal Blutsauger ein. Und das sollte es dann gewesen sein. Sogar ein gewesen sein. Hat sich gereimt. Ich freue mich. So. Lockduft. Was bringt das? Crowns Fluchtwert sinkt. Ja, schön. Bis. Auf geht's. So, Mirabla ist kaputt. Wir bekommen 199 EP. Also die fast die 200. Und Tragosso. Tragosso. Da wechseln wir zu Fabian. Dragosso ist nämlich ein Boden-Pokémon. Boah, mit einem coolen Knochen. Und, ja, Fabian hat ja eine coole Attacke gegen Boden, nämlich Aguaknarre. Und ich denke, ja, 8 Level höher. Das sollte One-Hit sein. Ja. Ja, irgendwie schon, ne? Okay. Monika wurde besiegt. Was denn? Was? Oh, guck mal an, Springbrunnen. Oh, wie schön. Ah, da ist noch jemand. Oh. Wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Das macht eben den wahren Fan aus. Ja. Mich mögen aber meine Pokémon. Hoffe ich auf jeden Fall. Wenn nicht, dann wäre das ja irgendwie blöd. Pokéfan Wilhelm schickt Raichu. Raichu in den Kopf. Alter, der hat schon Raichu. Raichu Level 14. Boah. Das ist nicht gut. Da müssen wir mit Crown ganz schnell raus. Und wir müssen Nähwasch einsetzen. Weil Raichu setzt jetzt bestimmt Donnerschock ein. Ja, genau. Hey, und es hat keine Wirkung auf. Nähwasch, weil ja Boden und so, ne? So, dann setzen wir einfach mal, ja, Lebensschelle ein. Ist ja bis jetzt leider die einzige Bodenattacke, die Nähwasch kann. Lebensschelle! Boom. Ja, mehr als die Hälfte, das ist sehr gut. Und die... Ah, oh, er hat eine Beere. Manno, warum habt ihr alle Beeren? So, Lehmschelle. Seiner ging daneben. Das ist formidable. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt... Kopfnuss. Bam! Mit dem Kopf durch die Wand. Nähwasch, das kannst du gut. Spaß. Und das wär's mit Raichu. Wilhelm wurde besiegt. Ma, mein Pokémon. Ja, so ein Raichu geht schon ab. Muss man ja sagen. So, was ist denn hier? Hier ist nichts mehr. Nee. Da ist aber noch einer. Ah, aber da kommen wir leider nicht hin. Weil gleich im ersten Feld ein Pokémon auf uns wartet und gegen uns kämpfen will. Ein Sonnenkern. Ein Sonnenkern. Sonnenkern ist ein sehr, wie soll ich sagen, schwaches Pokémon. Eins der schwächsten Pokémon von den Werten her, aber egal. Die Pokémon-Welt bietet dir viel. Es gibt doch viele Dinge, über die wir nichts wissen. Aber ich weiß mehr als du. Willst du es drauf ankommen lassen, Junge? Willst du es drauf ankommen lassen? Lass es lieber. Ist nur ein Tipp von mir, ganz ehrlich. So. Mirabla.
Da sind wir mit Ground richtig. Wir setzen einmal Biss ein. Okay. Lockduff setzt er ein. Das heißt, wir können nochmal Biss einsetzen und Myrapla damit ja, besiegen. Wäre blöd, wenn ich. Und das war sogar ein Volltreffer, aber ich glaube, der war nicht nötig. So, Cloud erreicht Level 23. Sehr gut gemacht. Die Werte bei ihm sehen sehr gut aus. Voltoball kommt rein. Ja, ich möchte tauschen. Ja, perfekt. Nevosh muss rein, wegen schwächstes Level und so. Aber er ist auch gegen Voltoball gut. Weil Voltoball ist ja Elektro-Stahl. Deswegen. Und Lebensstelle ist also Boden. Ist ja gut gegen Elektro, deswegen. Oh, ach, das war schon ein Volltreffer. Nee, Wosch. Mann. So, dann setzen wir jetzt mal Trashflegel ein. Einfach, wie wir es können. Er macht Tackle. Das zieht uns 3 ab. Da können wir. Darüber können wir nur lachen. So, 330 EP. Ah, fast Level Up für Nevosh. Schuljunge Julius. Was? Ja, du wurdest gerade besiegt. Von mir. So, das war's im Park. Wir tun Crown ein bisschen nach hinten verfrachten. Weil er jetzt das höchste Level hat und dann, die. Und, also mit zwei anderen das höchste Level so. Und sein KP ist auch ganz hoch, deswegen. Aber hier haben wir noch jemanden. Ich drucke meinen Pokédex aus. Du kannst auch Briefe oder PC-Boxen ausdrucken. Guck mal hier. Da ist nicht so ein Kringel wie da links oder hier rechts. Ha! Hier kann man durch. Das ist richtig cool. Weil wie soll man sonst an dieses Item kommen? An diesen Paraheiler? Ja, an diesen Paraheiler kommen wir natürlich nur so. Wir laufen hier wieder durch. So, wir laufen jetzt hier weiter. Da ist noch eine Dame, mit der wir reden, mit der wir quatschen können. Eine kleine Kaffeepause einlegen und ein bisschen über unsere Zukunft mit ihr reden. So, ist hier unten denn noch was? Ja, ein Item. TM28. Was ist TM28? Ich muss gerade mal nachgucken. Ne, hier sind nicht die TMs. Schaufler. Ich überlege gerade, ob ich Schaufler Nevosh beibringen soll. Das wäre ja eine Step-Attacke für ihn. Und nicht gerade eine schlechte. Und hier ist noch ein versteckter Hyperheiler. Ja. Das weiß ich natürlich alles. Weil es ist ja kein Blind-Projekt. Aber ja, ist halt so, ne? Ich will mal ein bisschen mit euch reden. Okay, doch nicht. Nee, ich will nicht mit euch reden. Huch! Oh, cool. Ah. Guck mal da. Ein Cursilla schlüpft aus dem Ei. Cursilla schlüpft aus dem Ei. Möchtest du Cursilla einen Spitznamen geben? Ja! Ja, ein weibliches Cursilla nennen wir natürlich Bussi. Oh, und jetzt ist es plötzlich Nacht. Ach, warte, wie viel haben wir denn? Ja, wir haben 18 Uhr. Das heißt, um 18 Uhr wird es hier Nacht. Schön zu wissen. So, mit diesem Herrn haben wir geredet. Oder mit dem kleinen Zockerkind. Aber mit der Dame noch nicht. Oder mit dem Schild hier. Hi, Schild. Tipps für Trainer. Möchtest du deine Briefe drucken? Öffne sie und drücke Start. Okay. Hi. Das ist ein Brief von meiner Tochter. Das macht mir Freude. Ah, schön. So, welches Level ist denn das? Bussi Level 5. Wow. Cursilla. Typ Eis Psycho. Wow. Cool. Fund, Schlecker und ihr Schlag, cool. Ja, ihre Werte sind auch ganz okay. Die Attacken waren jetzt auch nicht so schlecht, bemerke ich eigentlich nur. Ihr Schlag war jetzt keine Attacke, die was abzieht, glaube ich, aber
Ah, was konnte die noch? Ich weiß es gerade nicht, verdammt. Aber desto trotz müssen wir Bussi leider abgeben. Wir geben ihm noch einen Abschiedsbussi. Und tun es auf die Box legen. Tschüss, Bussi. Nein, lieber euch nicht. Mitnehmen. Nö, brauchen wir eigentlich nichts. Muss aber gerade mal ausgucken. Wegen Bällen und so haben wir 12. Perfekt. Perfekto. So, hier oben ist ein Baum. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Eisbeere. Eisbeere, jawohl. Eisbeere, gut, geh. Wenn man eingefroren ist, dann heilt es das gleich wieder. Tipps für Trainer. Der Status der Pokémon ist unterschiedlich. Sogar innerhalb derselben Spezies. Zu Beginn ist er vielleicht noch ähnlich. Doch die Unterschiede werden deutlicher, wenn die Pokémon heranwachsen. Cool. So, du. Komm her. Ich will mit dir gegen dich kämpfen. Deswegen renne ich vor dir weg. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Du willst meine Gedanken lesen? Warum willst du meine Gedanken lesen? Warum willst du meine Gedanken lesen? Nee, kannst du gerne machen. Mit deinem Abra, was bestimmt nur Teleport kann. Und deswegen total nutzlos ist. Was machen wir? Hauen wir mal eine Trashpflege raus, mal gucken, wie viel das abzieht. Wow, doch so viel. Cool. Ah, das kann auch Blitz. Okay, Entschuldigung. Trashpflege ist eigentlich eine Attacke. Hey, ich darf zuerst. Dankeschön. Trashpflege ist eigentlich eine Attacke, die mehr abzieht, wenn... Also, wenn Nevosh wenig Leben hat, zum Beispiel ein Leben hat, dann ist Trashpflege sehr, sehr effektiv. Dann zieht es sau viel ab. Das heißt, mit vollem Leben zieht es logischerweise nicht so viel ab. So, jetzt kommt ein Abra. Wir wechseln zu, ja, zu Hakabum H. Der ist jetzt, wäre jetzt an erster Stelle. Der kann hier den Abras mal ein bisschen, ja, einheizen, sage ich mal. Mit Aufkommen. Machen wir eine Kraftfurie. Zack. Alter, Volltreffer mit einer Kratzfurie. Schön, schön. So, was kommt jetzt? Ein Kadabra. Das wird schlimmer. Es wird immer, immer schlimmer. Okay, was meinst du nochmal, Kratzfurie? Oh, Attacke geht daneben. Psy-Kraft. Okay, das steigert doch irgendwas, oder? Hackerboom, ha, Genauigkeit sinkt. Na toll. Ja. Okay. Konfusion. Ich glaube, jetzt sollten wir langsam mal anfangen, eine Attacke zu machen, die immer trifft, nämlich Sternschauer. Zack. Und Kadabra ist auch schon kaputt. Nach einem Sternschauer. Wow. Tschakes. Ich habe mich wohl bei dir verlesen. Ja. Geh mal zur Schule und lern erstmal lesen, dann passt das. Oh. Oh. Ein Ninja. Danke meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Cool. Freut mich. Oh, ich hätte ihn ein bisschen jünger sprechen müssen, glaube ich. Schuljunge Holger schickt Tangela in den Kampf. Ui, ein Tangela. Ach, wir haben Nevosh immer noch vorne. Ups. Egal, komm, Trashpflege. Ist mir jetzt egal. Bekommt Nevosh ein paar Punkte. Tangela ist Pflanzentyp und so. Bene. Weißt du, ne? Natürlich weiß ich das. Deswegen setze ich gleich jemand anderes ein. Nämlich. Ja. Crowd wäre hier natürlich perfekt. Naja, was heißt perfekt? Mit, Blutsauger, Käferattacke, aber. Ich denke, Sternschau wird es das auch machen. Oder ich will einfach nochmal Kratzfurie ausprobieren. Viermal, das ist okay. So, Absorber nochmal. Und bevor wir uns hier fair spielen, tue ich einfach mal Sternschauer einsetzen. Bumm, kaputt und finito ist es. Zack, sehr schön. Schuljunge Holger wurde besiegt. Ups, ein Fehler in der Berechnung. Ein Fehler in der Matrix, oh mein Gott. So, dann laufen wir hier weiter. Diese Dame hat uns etwas zu sagen. Ich glaube, den nehmen wir auch noch mit. Ich bin Flora vom Blumenladen. Stell dir vor, als ich den wackeligen Baum mit dem Wasser benetzte,
ist er hochgeschreckt. Es muss einfach ein Pokémon sein. Ich wette, es gibt seine Verkleidung auf, wenn man es gießt. Genau, ich sage es meiner Schwester und leihe mir ihre Gießkanne. Den Weg gehe ich nur mit euch. Wir müssen nämlich jetzt wieder zurücklaufen zum Blumenladen. Oder? Ja doch, natürlich. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Ja, möchte ich. Bitte. Dankeschön. So, dann jetzt tauschen wir gerade mal, damit ich es nicht wieder vergesse. Zack. Zack. Und zum letzten Mal. Zack. So, dann laufen wir mal. Durch das Gras. Ja, und keine Pokémon. Das ist sehr gut. Wenn wir später Surf haben, können wir dann hier noch rüber, aber das dauert noch ein bisschen. Obwohl, so lange ist es eigentlich gar nicht mehr her. Hin. Ach, was mach ich denn? Doch. Ich laufe schon richtig. Erstmal heilen gehen nochmal. Hier, bam. Guten Tag. Kurz mal heilen. Dankeschön. Und jetzt hier wieder raus. Zack, zack. So, und jetzt hier rein. Gerade mal ein bisschen mitgesungen. Hi! Als ich meiner Schwester von dem wackeligen Baum erzählte, sagte sie mir, dass er gefährlich sei. Ich frage mich, ob sie mir ihre Gießkanne leiht, wenn ich Bianca besiege. Ah, ein Hinweis. Hi! Oh, du bist besser als Bianca? Dann bist du in Ordnung. Hier, die Schickikanne. Dankeschön. So. So, dann werde ich den Part jetzt hier beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.